Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Schwingenschlag. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Schwingenschlag. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau. Ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es ein kleines Fazit. Bevor ich einsteige, noch ein paar Informationen zu diesem bzw. zu einem anderen Spiel. Ja, Schwingenschlag ist erschienen in einer englischen Version bei Stonemaier Games. Viele der Spieler, die schaue ich mir quasi immer an, die lohnen sich definitiv nicht jedes, aber ja, aufgrund der Vergangenheit ist Stonemaier Games sehr bekannt und sehr beliebt für sehr viele Spieler. Und auch hier eine deutsche Version bei Feuerland. Ein Spiel von Conny Vogelmann, illustriert von Clementine Campardou und entwickelt von Elisabeth Hargrave. Moment, das sagt mir doch irgendwas. Und ich habe die Schachtel schon auf der Seite. Der Bezug ist definitiv vorhanden. Sofern man Flügelschlag kennt, habe ich euch schon vorgestellt. Ein richtig schönes Spiel. Attraktives Kennerspiel, also leicht gehobenes Spiel. Das war ab 10 Jahre für 1 bis 5 Personen. Geht circa eine Stunde und da habe ich schon geschwärmt von vielen Add-ons, Erweiterungen. Also Flügelschlag nach wie vor eines meiner oder unserer Highlights. So muss ich sagen, weil auch die Kinder, die spielen es wahnsinnig gerne. Jetzt haben wir das gleiche nochmal, oder wie? Schwingenschlag. Sind jetzt hier keine Vögel, sondern sind Drachen? Ja, es gibt aber durchaus ein paar Anpassungen. Und das erste wird schon mal deutlich, wenn man jetzt nicht auf die Spieleranzahl schaut, von 1 bis 5 Personen, sondern man schaut auf die Altersangabe, weil Flügelschlag war ab 10 Jahre und das Spiel ist ab 12 Jahre. Hui. Also es scheint ein bisschen anspruchsvoller zu sein. Spielzeit 60, 90 Minuten ist, glaube ich, angezeigt. Aber 12 Jahre ist schon mal der erste Aspekt, das deutlich wird. Es scheint definitiv ein bisschen anspruchsvoller zu sein. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe es aufgebaut und dann sage ich was zu den Abläufen. Hui, und da liegt ja schon einiges aus. So viele Tableaus, so viele Elemente, so viele Marker. Hui, da braucht man definitiv auch ein bisschen Platz. Zuerst einmal schauen wir uns das eigene Tableau an, weil jede Person bekommt so ein Tableau. Man nimmt sich 6 Kapital, ein Ei, das man hier auf dieses Feld dann belegt. Auf einem Lager haben 2 Eier Platz. Man zieht es hier, übrigens die Farbe der Eier spielen gar keine Rolle. Man nimmt sich eine Spielfigur, die setzt man hier auf dieses Feld und dann kommen noch 8 Marker hinzu. Ja, 4 Marker, die legt man am besten hier griffbereit, weil ihr spielt das Ganze über 4 Runden. Ihr könnt es auch in euren Vorhand legen, aber so wisst ihr, okay, immer einer dieser Marker muss auf eine dieser Leiste, je nachdem, was man im Spielverlauf erfüllt hat. Gleichzeitig gibt es aber, das ist neu für den einen oder anderen, sofern man Flügelschlag kennt, so eine Drachengilde. Ja, es sind keine Würfel jetzt mehr dabei, alles wird austariert durch Karten, aber wir haben so eine Drachengilde, auch hier können wir vorankommen und maximal 4 Marker haben hier Platz auf diesem Tableau. Geht also relativ zügig und am Anfang sucht ihr euch ein beliebiges Tableau aus. Es gibt sehr viele Tableaus. Nehmt ein beliebiges, achtet nur auf die Spieleranzahl. Legt es aus, sodass es jeder erkennt. Das Rundentableau, das legt ihr daneben oder da oben. Und 4 dieser Zielmarker, wie man es kennt, auch von Flügelschlag, die legt man hier aus. Welche Seite spielt keine Rolle, die anderen kommen raus. Und für jede Runde gibt es gewisse Zusatzpunkte bzw. Zielpunkte, wenn man gewisse Punkte bzw. Dinge erreicht. Fehlen noch die Flügel, hätte ich beinahe gesagt. Nein, die Drachen. Und wir haben hier einen richtig großen Stapel. Also beschweren kann man sich jetzt nicht, dass das Spiel nicht variabel ist. Das zeigt sich hier schon allein dieser Drachenkarten sehr schön illustriert. Und ja, die einzelnen Höhlen, die dürfen auch nicht fehlen. Auch hier haben wir eine gewisse Anzahl. Die Illustration verwirrt am Anfang, was die Farbe angeht, was die Hintergrundfarbe angeht. Aber die Höhle ist zum Platzieren auf das eigene Tableau. Das heißt, die Farbe spielt keine Rolle. Ja, und am Anfang liegen schon mal 3 Karten aus und 3 Höhlen liegen aus und die restlichen Marker, die macht man so im Schälchen, das ist nicht dabei, das als kleiner Hinweis, bekommt ihr im Baumarkt, überall bekommt ihr mittlerweile auch solche Schälchen, gibt es auch diverse andere Add-ons, was man sich da noch zulegen kann, aber eure Entscheidung zum Griffbereiten, dass es griffbereit ist, habe ich es hier schon auf der Seite liegen. Ja, Startspielmarker, der liegt hier schon aus. Ja, Flügelschlag habe ich so einen Vogel, so einen dreidimensionalen. Da muss ich mal schauen, ob ich irgend so einen dreidimensionalen Drachen noch irgendwo herbekomme. Aber ansonsten, der Marker reicht am Anfang aus. Ansonsten alles hier in diesen Schälchen und, ja, was fehlt denn noch? Alles habe ich soweit gezeigt. 6 Kapital, ein Ei. Es fehlen noch die Karten und es fehlen noch Ressourcen, die man bekommt. Am Anfang bekommt jeder 3 Karten und 3 Drachen. Das habe ich schon mal ausgelegt. Und jetzt wird es ein bisschen schwer, weil man darf sich nur 4 Karten nehmen. 2 fließen raus. Was nimmt man denn da?
Ja, zum einen könnt ihr euch ein bisschen orientieren an den Vorgaben, das heißt an den Zielvorgaben. Und in der ersten Runde gibt es ja Punkte für Jungtiere auf dem eigenen Tableau. Weil das mache ich in diesem Spiel. Ich habe hier drei Reihen und die Reihe bestücke ich mit Höhlen. Drei Höhlen liegen schon aus und in diesen Höhlen platziere ich Drachen. Möglichst effektiv, möglichst nach Anforderungen, was das Zieltableau anzeigt und möglichst punkteträchtig, weil alles bringt gewissermaßen Punkte. Aber auch hier gibt es eine schöne Wertungsübersicht. Zu der komme ich nachher. Das heißt, ihr müsst schauen, wie ihr plant, aber so die ein oder andere Höhle, das ein oder andere Tier, Drache, macht durchaus Sinn und deswegen liegen die Karten aus. Oh, und jetzt muss ich überlegen, was habe ich gesagt? Jungtiere. Habe ich ein Jungtier hier? Okay, habe ich einen mittleren Drachen, großen Drachen? Hier habe ich ein Jungtier. Das ist schon mal prima. Dann nehme ich noch diese Karte, die bringt ja auch viele Punkte, 5 Punkte. Das heißt, die sortiere ich mal aus und dann nehme ich von den Höhlen, nehme ich auch noch 2. Ja, dann lege ich einfach mal die obere ab, einfach zum Zufall. Das heißt, die Karten habt ihr auf der Hand und die benötigt ihr auch im Spielverlauf. So, jetzt geht's an die Aktion. Übrigens, ja, der Jörg und Übersichtskarten. Ich mag ja solche Übersichtskarten. Es gibt sehr viele. Ich hätte mir dann eher so eine etwas größere gewünscht, aber hier ist vieles gezeigt. Mein Zug wird ausgeführt, wie du gewinnst. Ein paar Tipps gibt es hier auf jeden Fall noch dabei. Und es gibt noch weiterer Spielverlauf, was die Symbolik angeht. Aber ansonsten, es gibt eine große Übersicht, wo jede Karte einzeln erklärt ist. Wow! Das kennt man eigentlich nur von Stonemaier Games bzw. Feuerland. Da wird alles richtig gut beschrieben. Aber zurück zur Aktion. Ihr wisst jetzt, dass ihr über insgesamt 4 Runden spielt. Am Ende gibt es so eine Wertungsübersicht, wer dann die meisten Punkte hat gewonnen. Und ihr orientiert euch jetzt schon hier ein bisschen im Verlauf. Jungtiere hier auf das Tableau zu bringen, macht durchaus Sinn. Jeder hat also ein eigenes Tableau. Und die Aktionen, die sind hier auch links dargestellt. Ja, man hat gelernt auch, wobei einen Flügelschlag hat man schon gut gemacht. Hier ist sogar noch mal detaillierter dargestellt, was man hier machen muss. Und jetzt muss ich eigentlich euch nur die 4 Aktionen sagen und dann könnt ihr auch schon beginnen mit dem Spiel. Das ist super. Es war bei Flügelschlag auch schon so. Ihr merkt ein bisschen meine Begeisterung, meine Euphorie ein bisschen runterbringen, aber ihr merkt, dass es lernt man spielerisch das Spiel kennen. Und jetzt gehen wir uns einfach mal oder wir gehen die einzelnen Aktionen mal durch, dann wird das auch deutlich. Das heißt, das erste, was hier als Übersicht dann steht, ist das Ausgraben. Jetzt lest ihr einfach den Text. Das heißt, man führt diese Aktion aus, man zahlt erstmal die Kosten. Das heißt, das Kosten bezahlt man und zwar, man zahlt hier ein Geld. Das Geld, das gibt man ab. Und dann mache ich Ausgraben und hier wird es ja auch deutlich nochmal gezeigt, was man hier mehr machen muss. Das heißt, die Kosten der Spalte und dann spiele ich eine dieser Karten dann aus und zwar auf die Hand auf das leere Feld. Das sind schon Höhlen. Und diese Höhle, da denkt man, die muss jetzt hier hin. Die kann auch hier unten gespielt werden. Aber es muss das freie Feld, das linke, also das von jeder Reihe oder jede Reihe betrachtet man und es muss das linke freie Feld sein. Liegt ja also schon eine Höhle, kann ich die Karte hier ausspielen, hier ausspielen, hier ausspielen. So, und jetzt muss ich die Karte platzieren und dann muss ich die Kosten der Spalte bezahlen. Hier sind keine Kosten, aber sobald ich hier eine Karte, so eine Höhlenkarte platziere, zahle ich hier noch ein Ei. Nö, ich habe ja noch ein Ei, kein Problem. Aber hier wird es teurer, da zahle ich schon 2 Eier. Das heißt, ich platziere beispielsweise das dorthin und sobald ich das platziere, wird es auch auf dem Symbol angezeigt, bekomme ich die Ressourcen. Ah, Ressourcen braucht man auch, ganz klar. Und übrigens am Anfang bekommt ihr 3 Ressourcen, die habe ich nämlich auch schon daneben gelegt. Also ein gewisses Startkapital bekommt ihr am Anfang. Macht auch Sinn, weil die Drachen auszuspielen, das kostet nachher Geld und mit den Ressourcen ist der Einstieg einfacher. Aber sobald ich die Karte herlege, bekomme ich diesen Bonus. Das heißt, ich bekomme das und bekomme ein beliebiges Drachenei. Ich habe hier noch keine Drachen, wo Eier abgebildet sind, wo ich es drauflegen kann. Aber ich habe hier noch ein bisschen Platz, also kann ich es hier drauflegen. Das war auch schon die Aktion. Ausgraben, das heißt, ich lege die Karte auf das erste leere Feld einer meiner 3 Höhlen. Und das ist die eine Höhle, die zweite Höhle und die dritte Höhle, um die Belohnung dann an Ort und Stelle zu bekommen. Tja, jetzt habe ich Ausgraben gemacht, das ist ja schon mal ganz gut. Aber ich möchte auch jetzt meine Drachen endlich mal legen. Welche Drachen lege ich? Naja, die 2 habe ich auf der Hand. Aber die möchten nicht überall hingelegt werden, weil die haben gewisse Anforderungen. Zum Beispiel dieser Drache, der möchte nur in eine Höhle. Es muss also schon eine Höhle liegen. Ich kann den nicht hier drauflegen, aber hier kann ich ihn drauflegen, weil das hier diesen mittleren Bereich anzeigt. Dieses Jungtier. Ah, wir erinnern uns, Jungtiere bringen ja extra Punkte. Dieses Jungtier kann ich nur im oberen Bereich und im unteren Bereich auslegen. Und auch hier wieder ganz links. Das heißt, ich lege eine meiner Karten, meiner Drachenkarten auf das
erste ausgegrabene Feld in einer meiner Höhlen. Passend. Also hier kann ich es hinlegen oder hier. Nicht hier, sondern erst hier. Ich muss aber auch was bezahlen. Die Kosten sind hier dargestellt. Das heißt, es ist ein Ei und Milch. Das heißt, das Ei gebe ich ab und das Milchplättchen, das gebe ich ab, weil es hier dabei gezeigt wird. Es wird mir gezeigt, es ist ein Jungtier. Da kann ich keine Eier drauf platzieren. Hier kann ich später Eier drauf platzieren. Aber das Jungtier bringt mir am Ende auch 2 Punkte. Und gleichzeitig ist es eine Anforderung, weil wer hier die meisten Jungtiere hat am Ende der Runde, der bekommt nochmal extra Punkte. Ja, wie oft ist man dran? Man spielt ja quasi reihum. Naja, man hat auch die Option zu passen. Dann sind die anderen vielleicht noch 1, 2, 3 Mal dran, je nachdem, was sie Kapital haben, weil oftmals alles mit Kosten verbunden ist. Und auch bei den Drachen ist es der Fall. Also achtet immer darauf, man bezahlt hier auch immer eine Münze und erst dann spielt man eine Karte aus und man legt sie hierhin oder hierhin. Ja, teilweise profitiert man von einem Bonus, abhängig vom Symbol, aber das zeigt praktisch die Figur. Das heißt, hier bekomme ich keinen Bonus, aber das könnte ich jetzt quasi hier abplatzieren und die Ressourcen gebe ich dann ab. Das war auch schon der ganze Zug. Ich schaue nochmal drauf, dass ich nichts vergessen habe, aber hier wird es deutlich gezeigt. Die dritte Option. Und ihr führt immer eine dieser 4 Aktionen durch. Das heißt, das, das, das oder ihr passt. In welcher Abfolge, was ihr macht, bleibt euch überlassen. Ihr habt 4 Aktionen zur Verfügung. Und die dritte Möglichkeit, die ihr habt, das ist Erforschen. Hier. Oh, das kostet nichts. Doch, die Kosten sind hier angezeigt im Höhleneingang. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Höhle erkunden will, zahle ich als erstes ein Geld. Und das Geld zahle ich, lege ich hier drauf. Will ich in meiner Runde nochmal diese Höhle erkunden, muss ich wieder ein Geld hinplatzieren und sogar ein Ei. Es wird also immer teurer. Und dann habe ich quasi meine Figur, meinen Wanderer und den bewege ich jetzt Feld für Feld. Aber ich auch nicht bis zum Ende, sondern das zeige ich euch. Das heißt, ich bewege ihn hier drauf, dann bekomme ich eine beliebige Ressource. Die Ressourcen sind hier angezeigt, kein Kapital, aber das ist quasi der Bereich der Ressourcen. Gehen euch die Ressourcen aus, dann habt ihr zumindest solche 5-mal oder 2-mal Plättchen, aber das solltet ihr ja in keiner Runde eigentlich ein Problem haben, weil oftmals gibt man die Ressourcen aus. Es gibt ja auch eine Limitierung am Rundenende. Aber hier nehme ich mir eine Ressource. Und dann gehe ich zum nächsten Schritt. Da liegt ja eine Karte. Okay, was sagt denn die Karte aus? Schiebe hier eine kleiner Karten von deiner Hand drunter. Immer wenn ich hier eine Karte drunter schiebe, also eine Drachenkarte, erhalte ich quasi so eine Höhle. Wenn ich bis zu 3, also die dritte geschobene Karte hier drunter habe, darf ich sogar ein kostenloses Feld, also ich darf eine Höhle graben, aus meiner Hand. Das heißt, ich spiele eine Höhle aus und bezahle dafür keine Kosten. Das ist also richtig toll. Oh, ich habe ja so einen Drachen, den lege ich da einfach mir drunter. Ob das jetzt Sinn macht, ich habe ja keine Drachen mehr auf der Hand, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich lege die hier drauf. Ich kann noch weitergehen. Und zwar gehe ich hier hin. Ich erhalte hier quasi einen Schritt auf der Leiste. Und jetzt sind wir bei einem ganz neuen Bereich, sofern man Flügelschlag jetzt kennt, ist das für euch auch ganz neu. Das heißt, ich gehe hier einen Schritt weiter und bekomme das, was hier gezeigt wird, das heißt ein Ei. Ich kann nicht weitergehen, weil hier das Stoppzeichen ist. Also hier ist meine Reise zu Ende und ich stelle mich quasi zurück auf die Auslage. Kommen wir nochmal zur Drachengilde zu sprechen. Das heißt, immer wenn ich hier weiterziehe, bekomme ich diese Belohnung. Wenn ich hier unten ziehe, darf ich mir einen meiner Marker nehmen und hier irgendwo drauflegen. Hier gibt es ja gewisse Positionen und dann bekomme ich Boni. Ja, für spätere bzw. für die laufende Runde. Also schaut euch das immer an, weil jedes Tableau ist anders. Aber eine weitere Person kann hier nicht mehr draufsetzen, weil dieses Feld ja schon blockiert ist. Das heißt, je nachdem platziere ich mich hier überall hin. Aber hier unten haben auf jeden Fall mehrere Marker Platz. Aber gerade der obere Bereich ist schnell vergriffen, weil man den Boni gerne mitnimmt. Aber dazu muss man erst einmal hier unten landen. Dann bewegt man sich durch weitere Entwicklungsschritte dann hier wieder weiter hoch. Kriegt man sogar Kapital. Kann also noch eine weitere Runde bzw. einen weiteren Zug je nachdem ausführen, landet dann hier, kann wieder einen Marker setzen und so geht es weiter wie so eine Art Kreislauf. Das war die dritte Aktion, das Erforschen. Und die vierte Aktion, die habe ich quasi schon euch berichtet, das war das Passen. Ja, oftmals habe ich gar kein Kapital mehr, beziehungsweise ich habe kein Kapital, ich kann nichts mehr machen. Ausgraben, Geld, Drachen ausspielen, kostet Geld, Erforschen, kostet Geld. Oftmals habe ich kein Geld mehr und dann muss ich passen, aber die anderen sind noch dran, bis alle dann gepasst haben.
Jederzeit habe ich im Spiel die Möglichkeit, Ressourcen zu tauschen. Das geht leicht unter, wobei es ist auch hier sehr schön dargestellt. Zwei Ressourcen abgeben und dann nehme ich mir eine Ressource. Gerade wenn ich jetzt einen Drachen ausspielen will und habe die Ressource nicht. Aber auch ein wichtiges Element ist hier, am Ende deines Zuges sind alle fertig. Dürft ihr nur noch behalten und zwar 9 Karten, 9 Münzen bzw. 9 Ressourcen. So viel habe ich ja gar nicht. Täuscht euch nicht. Bei eurer ersten Partie habt ihr oft wenig Münzen, aber vielleicht geht ihr auch in die nächste Runde, weil ihr vielleicht in der zweiten Runde mehr machen wollt. Die erste Runde war für euch schon erfüllend. Ihr wollt nicht mehr machen. Gleichzeitig habt ihr aber viele Karten. Ihr habt manchmal mehr als 9 Karten. Das kann passieren. Durch gewisse Kettenreaktionen kann das passieren und dadurch hat man mehr Karten. Und deswegen müsst ihr hier drauf achten, das hier zu beachten. Aber am Rundenende gibt es noch eine kleine Besonderheit. Das wird auch hier sehr schön dargezeigt. Hier ist es quasi die Karte mit der Person. Das ist, denke ich, soweit klar. Es gibt aber bei weitem mehr Karten. Es gibt ja Karten, deswegen zeige ich sie hier, die beim Platzieren, also wenn ich die Drache-Karte ausspiele, beim Platzieren sofort einen Bonus auslösen. Es gibt aber auch andere Karten, die am Spielende eine Aktion ausführen, beziehungsweise mir nochmal Punkte bringen. Das wird durch die Flagge gezeigt. Und es gibt auch Punktkarten, die hier dieses Sand oder dieses Zeitsymbol haben, was dann hier an dieser Stelle dann ausgeführt wird. Das heißt, am Rundenende wird das ausgeführt und dann führt ihr immer den Text aus. Ihr müsst jetzt also nicht alle Karten durchgehen. Wenn irgendwas unklar ist, könnt ihr an der Anleitung schauen. Es gibt ein extra FAQ oder fragt die Mitspieler, wenn die Karte in irgendeiner Art unklar sein sollte. Aber ansonsten geht alles draus hervor. Weil dann führt die Aktion aus und dann wird geschaut, tja, wer die meisten Jungtiere auf dem eigenen Tableau hat. Da ist unten noch so ein Symbol drauf. Das ist für das Solo-Spiel. Das könnt ihr ignorieren, wenn ihr nicht Solo spielt. Aber ansonsten schaut ihr, wie viele Jungtiere habt ihr auf dem Tableau. Vielleicht haben manche die gleiche Anzahl. Dann bekommt ihr jeweils 4 Punkte. Vielleicht habt ihr aber auch gar keine Jungtiere. Dann sind das 0 Punkte, also darauf müsst ihr achten. Und dann wird Folgendes gemacht, das heißt, diese Karten werden wieder ausgetauscht. Das sieht man auch sehr deutlich an dem Symbol. Ja, aber ich habe kein Kapital, wie soll ich in die nächste Runde gehen? Dafür gibt es wieder 6 Geld, das heißt 6 Geld und sogar noch ein Ei, was ihr platzieren könnt, sofern ihr den Platz habt. Aber das 6 Geld, das nimmt man gerne mit. Und dann geht ihr in der nächsten Runde und es stehen euch neue Anforderungen zur Verfügung, beziehungsweise ihr habt neue Anforderungen. Und so spielt ihr Runde für Runde, bis ihr am Spielende angelangt seid. Ein wichtiger Hinweis möchte ich euch noch geben. Das heißt, bei Flügelschlag ist es ähnlich. Ihr könnt ihr hier Karten platzieren, aber hier ist ja quasi ein Ende erreicht. Wenn ihr aber hier weiterlauft, dann nehmt ihr euch noch diesen Bonus, der hier gezeigt wird. Das heißt, wenn ihr hier wirklich alles mit Höhlen und Drachen platziert habt, dann habt ihr einen langen Weg vor euch. Der bringt euch viele Boni, sogar nochmal den Boni, der da hinten ist. Und nach 4 Runden findet eine kleine Endabrechnung statt. Und dann geht man einfach auf dem Wertungsblock des Einzelnen durch. Das heißt, die Marke auf der Drachengilde. Was kriegt ihr für Belohnungen hier auf der Drachengilde? Dann bekommt ihr die Werte der Drachen. Wie erwähnt, die Werte sind ja hier angezeigt. Das heißt, die Siegpunkte bekommt ihr. Dann bekommt ihr 1 Punkt pro Ei. Das schaffe ich nie. Also meine Kinder sind da richtig fit. Die haben hier Wahnsinn. Die machen dann nochmal 10 extra Punkte. Aber sowas habe ich meistens selten. Zumindest 1 Punkt pro Ei. Und pro gehorterte Ressource, was soll denn das sein? Je nach Drache kommen Ressourcen, beziehungsweise je nach Aktion, kommen Ressourcen auf einzelne Drachen drauf. Die bringen dann auch nochmal ein Pünktchen. Und ich habe es vorhin erwähnt, was bringt mir eine drunter geschobene Karte? Die bringt mir einen Punkt. Und durch öffentliche Ziele, Gleichstand, das heißt durch gewisse Zielvorgaben, gibt es dann nochmal separate Punkte. Und zwar schaut man das hier an, wo man sie hier platziert hat und da rechnet man auch die Punkte zusammen. Und dann so ein paar kleine Extras noch. Ein Siegpunkt pro Münze. Münzen sind wertvoll, aber die setze ich eher fürs Spiel ein. Ein Siegpunkt für 4 Ressourcen bzw. 4 Karten. Und das rechnet ihr zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich beim Fazit von Schwingenschlag, ein Flügelschlagspiel, ursprünglich englische Version Stonemaier Games, jetzt in einer deutschen Version bei Feuerland, ein Spiel von Conny Vogelmann, illustriert von Clementine Campardou, entwickelt von Elisabeth Hargrave. Ja, und hier steht es schon dabei, ein Flügelschlagspiel und es ist nach wie vor eines unserer Lieblingsspiele, die Kinder mögen es und es ist Flügelschlag. Insbesondere meine Tochter findet Flügelschlag richtig toll. Klar, hier sind noch Würfel dabei, aber gerade das Naturthema, die Vielzahl an Vögel, die vielen Erweiterungen, vielen Kartenelemente. Es gibt ein Zwei-Personen-Spiel speziell, aber das große Spiel, dem bleiben wir nach wie vor treu, steht hier direkt im Blickfang und da greifen wir öfters danach und das haben
habe ich auch schon, ich habe es auch erwähnt in dem einen oder anderen Video, wirklich aufgepimpt mit extra Material, mit Startspielvogel und so weiter. Flügelschlag ist aber ein Spiel ab 10 Jahren. Es ist ein Kennerspiel für 1 bis 5 Personen, geht 60, 90 Minuten. Schwingenschlag ist quasi ein Spiel in dem gleichen Universum. Wobei hier sind es die Drachen, die eine Rolle spielen, aber das Spiel hat man nochmal angepasst. Nicht 1:1, im ersten Moment denkt man, das ist das gleiche Spiel, nur dass hier Drachen dabei sind. Nein, so ist es nicht. Zuerst einmal ist es komplexer. Das zeigt sich schon an der Altersangabe, nämlich hier steht nicht mehr ab 10 Jahre drauf, sondern ab 12 Jahre. Deswegen zählt es auch zu den Lieblingsspielen meines Sohnes, weil er gerne sehr komplexe Spiele mag. Und bei diesem Spiel, da blüht er total auf, wobei meine Tochter ist auch nicht abgeneigt. Die ist so ein bisschen momentan im Zwiespann, weil beide Spiele mag sie. Jetzt haben wir eine weitere Alternative. Und mein Sohn ist beispielsweise immer dabei, wenn es um Schwingenschlag geht, weil er mag gerade die etwas komplexeren Spiele. Ohne Würfel, rein mit Karten und mit vielen schönen, erfrischenden Elementen. Und das ist, was dem Spiel wirklich positiv gut tut. Man hat hier quasi wieder die Zielplättchen, wie man es kennt, aus Flügelschlag. Man hat statt den Vögel hat man Drachen. Aber man hat Höhlen, die man jetzt hier baut. Und erst in den Höhlen können diese Drachen dann unterkommen. Was auch schön gemacht ist, dass man hier so eine Drachengilde hat. Das heißt, abhängig von der Aktion kann man mit seinem Marker auch weiterkommen, kann sich extra Dinge holen, kann aber auch sich einen Vorteil verschaffen für den Spielverlauf bzw. für das Spielende. Und das hat einen Reiz und dadurch wird es, ich will nicht sagen, Flügelschlag war glücksbetont, aber da waren Würfel dabei und ab und an hat man ein bisschen auf das Glück gehofft. Hier kann man etwas mehr planen im Voraus. Naja gut, ich ziehe Karten. Ja, ich habe offene Drachen. Ich kann auch verdeckt ziehen, wenn ich Karten dann aufnehme. Aber zumindest habe ich eine Auswahl. Ich kann mich ein bisschen drauf vorbereiten, was ich mache. Ich habe meine 6 Münzen zu Rundenbeginn und kann immer ein bisschen überlegen, was ich mache. Am Anfang geht es ein bisschen länger. Die erste Partie, die verschlingt definitiv so die 2 Stunden. Aber wenn man das dann öfters mal gespielt hat, dann weiß man genau, wenn man im Zug ist, was macht man. Man schaut doch gerne bei den Mitspielern. Eine Interaktion ist gegeben, weil es geht ja auch um die Wertung. Man schaut drauf, was sammeln die Mitspieler. Teilweise schaue ich auf das Tableau des Mitspielers, weil ich bekomme vielleicht einen Extra-Bonus. Also man ist jetzt nicht für sich alleine gelassen, sondern hat schon eine gewisse Interaktion mit dem Mitspiel. Und das tut dem Spiel richtig gut. 12 Jahre zu Recht, das heißt ein bisschen anspruchsvoller, dann müsst ihr einfach überlegen. Flügelschlag, ich habe schon ein Video gemacht, oder Schwingenschlag. Aber der eine oder andere ist jetzt im Überlegen, wenn er schon Flügelschlag hat, braucht man jetzt noch Schwingenschlag. Wollt ihr es etwas komplexer mit diesen durchaus tollen, innovativen Elementen? Und das Spiel ist ja wieder vollgepackt mit etlichen Ressourcen, tollen Elemente, mit Schälchen und so weiter. Da ist alles dabei. Also 12 Jahre passt. Solo habe ich es nicht gespielt, aber 1 bis 5 Personen. Ich habe es jetzt noch nicht in der vollen Besetzung gespielt, aber eins ist sicher, ich habe euch das ein oder andere Bild, ich glaube aus einer Dreierpartie, je nachdem blende ich euch ein, habt ihr gesehen, man benötigt auch ein bisschen Platz, gerade aufgrund der Tableaus, man hat ein eigenes Tableau, man hat hier dieses Tableau, man hat dieses Tableau, man hat dieses Tableau, also schon zu zweit einen gewissen Platz, den man benötigt, um das Ganze zu spielen, aber ob man es jetzt zu zweit, zu dritt, zu viert spielt, unabhängig davon, es macht Spaß. Es hat einen so hohen Wiederspielreiz aktuell bei uns, dass es regelmäßig auf den Tisch landet. Und ich habe ja gerne manche Spiele hier auf der Seite stehen. Wenn ich gedacht habe, komm, heute spielen wir das, dann können wir am Anschluss das spielen. Wenn aber dieses Spiel gleich am Anfang auf dem Tisch landet, war bisher immer klar, dass wir an dem Tag nichts anderes spielen. Spricht für das Spiel, weil der Wiederspielreiz ist gegeben und in jeder Runde möchte ich andere Dinge ausprobieren. Ich muss es sogar machen, weil die Zielplättchen anders liegen und die Karten in der Auslage auch immer anders liegen. Das heißt, ich muss mich immer wieder neu auf das Spiel einstellen. Und von der Spielzeit, das nochmal erwähnt, ich glaube 60 bis 90 Minuten steht dabei, also die erste Partie 2 Stunden, dann pendelt sich so ein, zu zweit spielt er 60 Minuten, zu dritt liegt er schon bei den 90 Minuten. Das müsst ihr rechnen und das ist insgesamt gesehen eine tolle Überraschung. Das Spiel hat uns positiv überrascht, weil wir am Anfang mit dem Glauben reingegangen sind, oh, jetzt machen sie statt Vögel auch noch Drachen in ein Spiel. Ja, sie haben Drachen reingepackt, aber sie haben sich noch ein paar Gedanken gemacht. Die Autoren, der Verlag, die haben sich ein paar Gedanken gemacht und dadurch quasi schon ein neues, eigenständiges Spiel kreiert, was in Ansätzen an Flügelschlag erinnert. Und deswegen auch der Hinweis, ein Flügelschlagspiel. Aber man hat es nochmal angepasst, andere Mechanismen reingebracht und die sind erfrischend und die machen Spaß. Und jetzt stelle ich mir nur die Frage, brauche ich beides? Ja, ich brauche beide. Wir brauchen beide, aber braucht ihr beide? Was ist eure Meinung dazu?
habt ihr schon gespielt. Wenn ihr jetzt keins von den beiden habt, hängt es vom Anspruch ab. Schaut vielleicht nochmal in das Video rein. Beide sind richtig gut. Das hängt aber wie immer auch am Preis, was viele auch als Argument dann nehmen, abhängig vom Preis. Aber auch in dieser Box habt ihr so viele Karten dabei. Also ihr habt ein tolles Spielerlebnis und deswegen ein richtig gutes Kenner. Tendenz Richtung Expertenspiel, aufgrund auch der Altersangabe ab 12, aber es ist ein leicht gehobenes Kennerspiel, es ist ein tolles Spiel und es hat einen hohen Wiederspielreiz. Und wenn ihr es euch holen wollt, schaut gerne beim Händler vor Ort oder über die unten genannten Links. Und wenn ihr es schon gespielt habt, eure Meinung dazu, ich freue mich auf jeden Kommentar. Jetzt beschließe ich es. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.